So, jetzt schnappen wir uns ja die drei Gangbang-Wurm. Na? Es wird dafür niemals Monetarisierung auf YouTube geben, aber das ist mir egal, weil. Ich habe drei dieser Schwertfalle dort beim Fisch. Lieber frei sein, ein schwarz-weißes Tier, als gefickt sein. Der Orker. Aber Trailer muss wirklich an der Akrobatik arbeiten. Junge. Oh, Level 40! What the fuck? Damit habt ihr jetzt aber nie gerechnet. Du kleines Nuttenbiest. Grums! Ich fick dich, du Dreck. Bastard. Ich bin zwar nur Level 29, ich glaube, aber. Ja, meine Schwanzflosse ist größer wie deine, du Nuttensohn. Komm her. Hat einen besonderen Namen. Spitzenpredator Orca. Ich bin hier der Spitzenpredator. Oh. Junge! Warte mal, ich brauche mal was anderes zu fressen. I'm boring energy! Energy! Du Fotze! Du Stück Hore! Nein! Oh. Fuck! 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 Schildkröten sind vielen Bedrohungen ausgesetzt. Nur feg dich doch! Nein, Mann! Und des illegalen Dopings bei Schildkrötenrennen. Was ist denn mit dem Fiene richtig, Alter? Junge, ich dachte, den snack ich mal zum Frühstück weg hier. Was bist denn du für eine alte Seichhore? Lass mich in Ruhe, Mann. So eine Fotze. Wieso ist hier nicht mehr zu fressen für mich? Orcas haben ja Spaß daran, mit Spielzeug zu spielen. Aber nicht halb so viel wie mit einem tagealten Rumpfkadaver. Gut, lass mich hier rein. Hier kommt das Dreckvieh rein. Wieso ist das hier so dunkel drinnen? Der Bullenhai ist ein Tier mit breit gefächerten Nahrungsgewohnheiten. Aber ich würde da ganz gerne einfach mal. Diesen Weg zu killen, aber. Der Bullenhai ist bekannt als gefräßiger, doch wenig anspruchsvoller Esser. Oh, da lauert er schon wieder, der Hund. Kommt der jetzt, wenn ich rauskomme? Los, Königsmakrele, dein Arsch gehört mir. Meine Energie. So, du Fotze. Los, ich will's wissen. Fick dich! Wo ist denn der jetzt? Du Nuttensohn, Alter, du Bastard! Du verficktes Stück Dreck! Du Hure! Ja! Junge! Oh! Habt ihr das gesehen? Scheiße! Stimmt denn bei dir nicht? Los, lass mich hier in Jurassic Park rein. Oh ja, komm! Oh, verpiese dich! Nein! Na! Im Laufe des Lebens eines Bullen.
Faulenheit nimmt er ein recht breites Sortiment an Ballast und Treibgut. Ja, ja, nicht klar. Schnell weg! Junge, ich dachte, ich snack den einfach mal zum Frühstück. Ach du Scheiße, bin ich jetzt im Kreis geschwommen hier oder was? Los, ihr habt da Energie für mich. Los, in den Rücken rein von hinten. Ja, gefickt, du Fotze! Jetzt geil! Noch einen neuen Lieblingstrick. Töten. Oh ja. Oh. Junge, ey. Was war das? Habt ihr das gesehen, Chat? Krank. Leonie, mach's gut. Schlaf gut, du Liebe. Es hat mich gefreut, dass du da warst. So. Und jetzt tun wir mal hier vor. Und noch ein bisschen Fingerfood krallen. Hat ein beträchtliches Wachstum verzeichnet und bietet viele Gelegenheiten für Betreiber von Vergnügungsparken. Ich habe drei dieser Schwertwale dort bei Fischfingers gefangen. Man könnte sagen, dass ich ein wirklich gutes Auge für Talente habe. Aber Tuila muss wirklich an der Akrobatik arbeiten. Let's get to it! Yeah, a breeze would be nice. It's happening. I know it. Anywhere! Ja, Junge, verpiss dich! Schon wieder so Bastard! Muss ich denn hier überhaupt kalt machen? Alles schwarz. Kurz vor Fischfang. Nach jahrelangem Verzehr der gleichen gefrorenen Heringe bei Fischfingers will Casanita nur noch ihre liebste Hausmannskost. Och nee. Schön wieder. Es ist eine weitere erfolglose Haifischjagd für die Menschen in Port Clovis. Du Fotze! Oh, alter Verwalter, habt ihr das gesehen? Junge! Brauche Energie. Timo, I wish you a good night. My friend. Nach Meersalz, Stickstoffoxiden und einem Verlust. Wollen wir auch? Eine Freude, dass du da warst. Gefolgt bist und dass wir uns bald wiedersehen. Und wenn wir jetzt den anderen Bastard noch schnappen. Ich hoffe, die Energie ist jetzt weiterhin bei dem unten. Kuss geht raus. Der Küstentourismus in den USA nimmt weiter. Oh nee, der hat voll Energie wieder. Millionen von naiven Amerikanern zur Bestechung von Sonnenschirm verleihen. Wo ist er denn, der Bastard? Hier. Kann ich gerade über Level 30 hinwegkommen? Level 30 ist Maximum? Das ist ja jetzt nicht höher gegangen, oder? Oh, Junge! Wenn
Wenn man einmal akzeptiert, dass unsere moderne Industriekultur nur eine von vielen ist, die Aufstieg und Fall erlebten, kann man unserem unvermeidlichen Zusammenbruch gelassen entgegensehen. Von unten das Vieh! Oh. Peachy, da kann er nichts machen. Die Idee, dass die Küsten der Öffentlichkeit gehörten, stammt vom römischen Kaiser Justinian. Aber nur, weil er sich nicht mit den unendlich weisen Lobbyisten der Association of Resort Developers beraten konnte. Gleich habe ich dich, du Fotze, gleich habe ich dich, ja, gefickt! Der Verzehr der gleichen geborenen Heringe bei Fischfingers will Casanita nur noch ihre liebste Hausmannskost. Rohe Haifischleber. Mehr als drei Viertel der Erdgeschichte war das Land unbewohnt und es gab weit und breit kein einziges Wellness-Hotel. Der Stadtrat von Port Clovis verpasst keine Gelegenheit für Cross-Franchising. So, der ist da ein Gegner. Wir haben es fast, Leute. Vor allem ist das mehr wie Level 3 Gegner. Story 85%. Also kommen wir auf. Was haben wir hier? Hallo, ist die Kilmer. Und dann haben wir hier 50% und dann kommt der Endboss. Also nicht der Endboss. Und dann. Oh Junge! Was ist das jetzt? Der Hai ist jetzt ein Mega-Hai. Der von Wissenschaftlern als das XXL-Familienpaket der großen Meeresraubtiere bezeichnet wird. Geil! Das will ich haben! So. Knochenkopf. Das gefällt mir. Oh ja, das sieht mies aus. Wie ein mieser Motherfucker. Hä? Was fehlt mir da? Ach, Kristalle. So. So. Jetzt tun wir mal das kleine fucking Boot. Machen wir gleich mal Jagd auf die kleinen Seehorn. Haie terrorisieren Seeleute seit Jahrhunderten. Vor allen Dingen, und da habe ich jetzt nur das. Junge! Von zur See zu fahren und ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen, Haie in die Luft zu sprengen. Vor allen Dingen, und da habe ich noch nicht mal das Krasse. 49%. Okay, also brauchen wir bloß noch irgendwas Kleines. Ui, was ist das? Handstand? Ja, hab ich gemacht. Steigende Meeresspiegel haben das unerreichbare Ecken des Bayou zugänglich gemacht. Hab ich. Kannst du Tim fragen, wenn er noch im Chat ist. Oh, jetzt hier. Die Höhle kommt zum Schluss. Der Bullenhai besteht als unersättlicher Fisch zu 90% aus reinem Appetit. So, wie sieht's mit... Oh, hier, wir müssen in die Kräuter der Lust.
Und wenn wir dort angekommen sind, dann kommt vermutlich die letzte Mission. Oder? Wir werden sehen. All das sehen wir im nächsten Video. Würde ich mal so sagen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.